Im letzten Tutorial konnten Sie sehen, wie man mit der Kamera direkt auf dem Handy Bilder aufnehmen kann, diese dann bearbeitet und schließlich versendet. Sie können aber auch ein Selfie von sich machen, dieses bearbeiten und dann versenden. Wie diesem Einzelnen genau geht, zeige ich Ihnen hier in diesem Video. Dabei gehen Sie fast genauso vor wie im letzten Tutorial auch. Öffnen Sie hierzu die Kamerafunktion Ihres Smartphones. Dazu tippen Sie wieder rechts der Büroklammer auf das Symbol der Kamera. Stellen Sie dann die Kamera auf den Selfie-Modus. Machen Sie sich schön, schauen Sie freundlich und knipsen Sie ein Bild. Ihnen stehen dann alle Bearbeitungsfunktionen, die Sie schon vom letzten Tutorial her kennen, zur Verfügung. Beginnen Sie am besten mit der Zuschneidefunktion. Nach dem Zuschneiden fügen Sie wieder ein sogenanntes Emoji ein. Fügen Sie dann gegebenenfalls noch Text hinzu. Hier im Beispiel belassen wir das jedoch und stellen lediglich noch einen Filter und eine Beschriftung ein. Sind Sie auch damit fertig, versenden Sie das Bild über die rechts unten auf dem Bildschirm stehende Schaltfläche. Wurde das Bild versendet, empfangen und gelesen, erkennen Sie dies wieder am blauen Häkchen.